Stopp! Was war das denn, eben, Feldmann? Vielen Dank für diese reizende Einleitung. Und jetzt eine Frage an euch hier im Tarmcenter. Seid ihr gut drauf? Ja! Nein! Wer war das? Der Osterhase. Immer begrüßen Sie alle Leute, nur mich vergessen Sie natürlich immer, nicht? Moment. Typisch, motzen können Sie, immer nur motzen, das können Sie. Dabei bin ich der Größte, der Beste, der Oberaffengeilste, den es gibt. Ja! Ja, du sagen Sie was, nicht? Lieber Herr Feldmann. Ach, lieber Herr Feldmann. Bevor Sie hier weiter rumtönen, eine bescheidene Frage. Ja, bitte. Nur eine Frage und eine ehrliche Antwort. Bitte. Sagen Sie, Herr Feldmann, wer hat Sie eigentlich gemacht? Wer ist Ihr Papa? Wer hat Sie gebastelt? Bitte? Wer hat Sie gemacht? Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Sie. Das wollte ich hören. Ja. Tja, ja, tja, Herr Feldmann, so ist es nun mal. Ja. Ja. Ich finde das eine Geschmacklosigkeit, dass Sie das immer vor der Öffentlichkeit apropos, so erzählen. Ja? Apropos Geschmacklosigkeit, jetzt kommt ein bisschen Geschmack in die Sendung. Ich denke da so an heiße Schokolade. Oh, da denke ich an Labada. Und ob groß oder klein, wer Lambada tanzt, der bleibt gesund. Das war doch spitze. Tja, Nadine und dein Lambada. Sag mal, ich habe da geguckt vorhin. Wie machst du das eigentlich? Tanz mir doch mal nochmal Lambada vor. Wie geht das? Ein, zwei, wop, ein... ich weiß, ich komme mir vor wie Pinocchio. Naja, also gut, das überlasse ich euch. Das war toll, das war klasse. Man kann es nicht besser machen. Dankeschön. Riesenapplaus. So. Wir kommen jetzt Eva und Sebastian mit dem Titel... Titel vergessen, was? Ja. Herr Feldmann, ja. Ich gebe eine kleine Stütze. Ja. Gedächtnisstütze. Ja. Was habe ich hier? Eine dreckige Hand.
Herr Feldmann, was habe ich hier drin? Dreck. Nein, was klappert hier in meiner Hand? Ja, das sind die Schulden, die Sie noch bei mir haben, nicht? Nein, Herr Feldmann, das ist Taschengeld. Ach so, nein, und sind so die Schulden. Heißt der Titel, Taschengeld. Ja. Und wie heißt der Interpret? Eva und Sebastian. Ja. Genau, Taschengeld, Eva und Sebastian. Meine Schulden will ich hier haben. Danke Eva, danke Sebastian. Taschengeld, kann man nie genug haben. Tja, was ist das denn? Was ist denn das für ein Müll? Was ist denn das für ein Plunder? Das ist überhaupt kein Plunder, ja. Also schauen Sie mal, Herr Feldmann, diese Milchflasche, die kann doch weg. Nein, die Milchflasche bleibt hier. Das ist eine Milchflasche von meinem Opa Rudi aus Dorsten, ja. Okay, und dieser doofe Rasierpinsel? Das ist kein doofer Rasierpinsel, hören Sie mal. Den habe ich als Andenken bekommen. Der erinnert mich immer an Sie, Sie alter Pinsel. Danke, danke. Bitte. Aber hier, was soll denn das abgebissene Herz? Das Herz bleibt hier. Das ist ein Geschenk von Miss Piggy. Also gut, aber diese doofe Wärmflasche, die kann doch weg. Nein! Ich habe so oft Bauchschmerzen und Katar. Und dann brauche ich die Flasche. Da ist natürlich auch ein bisschen Schnaps drin immer, nicht? Herr Feldmann, jetzt reicht's. Oder? Jemand von der Bühne alles abräumen mit Feldmann. Den ganzen Plunder weg. Nein! Der Plunder bleibt hier, denn Plunder ist schön. Das sagt auch Nicole. Das werden Sie gleich hören. Nicole. Ja. Musik.
Tja, Nicole, warte mal. Ich setz mich mal jetzt hier in den Plunder. Das war ein schönes Plunderstückchen, muss ich sagen. Sag mal, wie alt bist du denn? 7. 7. Das ist aber toll. Und was möchtest du werden? Stewardess oder Sängerin? Weiß ich nicht. Weißt du noch nicht? So, nochmal einen riesen Applaus für unseren Nate. So, und als Kavalier könnte ich nur sagen, nee, Frau, dürfte ich mal ihr Händchen haben? Es war zauberhaft. Ja, jetzt ist und jetzt schalten wir um. Herr Feldmann hat was Wichtiges zu sagen. Ja, es reicht jetzt auch als Tante, nicht so. Hier zu Hause jetzt. Aufgepasst, ihr könnt natürlich auch wieder mitspielen. Ihr könnt euren Favoriten wählen. Wir haben insgesamt 10 Titel. Adresse gebe ich euch nachher. Jetzt zeige ich euch erstmal die vielen, vielen Preise, die ihr gewinnen könnt. Da sind ganz tolle Sachen bei. Guckt euch das mal an, was jetzt kommt. Da ist zum Beispiel ein Computerspiel von Alf. Das Ganze 12-mal. 12 Computerspiele sind zu gewinnen. Dann haben wir 5 Mountainbikes für euch. Wahnsinnige Fahrräder. Dann haben wir 50 Goldbeeren Strandtücher und 50 Goldbeeren T-Shirts. Ja, für Sommer. Dann haben wir 100 Schatzkisten gefüllt mit Süßigkeiten und 50 Eintrittskarten fürs Phantasialand, 10 Autorennbahnen, Super Speed und natürlich 50 Knight Rider Autos. Ist auch für euch. Jetzt kommt was für die kleinen Mädchen. Ein voll eingerichtetes Puppenhaus und dazu 5 Dream Petra Puppen. Die sehen wir auch gleich, die Puppen. Da sind sie schon. Oh, guckt euch das an. Oh, außerdem haben wir für euch noch 50 RTL Plus T-Shirts und 50 LPs und MCs der Kinderhitparade. Das könnt ihr alles gewinnen, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr eure Favoriten aufschreibt. Ihr schreibt an RTL Plus, Kinderhitparade, 5000 Köln 40. Einsendeschluss ist der 25. April 1990 und eure 3 Siegertitel, die könnt ihr in der Musikrevue am 20. Mai sehen. Alles klar? Alles klar. Danke. Stimmt. Zander! Herr Zander, bitte. Ja, bitte, Herr Zander. Dankeschön. Bitteschön. Bei dem nächsten Titel solltet ihr mal ein bisschen genauer hinhören. Ein sehr schöner Titel übrigens. Da singt Volker, wir Kinder haben so viel Macht. Bitteschön, Volker. Thank you.
Präservativen. Ihnen sollten wir helfen. Und denk dran, die Großen haben viele Chancen schon vertan. Tja, Volker, wir Erwachsenen haben wirklich viel Chancen vertan. Herr Feldmann, Sie haben eine Chance, jetzt mal eine richtige Ansage zu machen. Bitte. Oh, ja, danke. Da kommt ein Kriegel, der ist an sich. Aber doch nicht mit vollem Mund. Ich habe ja schon aufgegessen. Der ist nur für mich, deswegen habe ich mir auch die ganzen Gummibärchen hingestellt. Jetzt kommt nämlich das Gummibärchenlied und das Ganze wird gesungen, Moment, vom Obermühlenbeinen. Also ich verstehe kein Wort. Noch einmal, spucken Sie aus und dann sagen Sie die Namen klar und deutlich. Ist in Ordnung. Das Ganze wird gesungen von Obermühlenbeinen. Also gut, das sage ich mal. Das Ganze wird gesungen von Britta, Miriam, Daniel und Christopher. Ja, sag ich doch. Bitte. Danke. Gummibärchenlied. Dankeschön. Sagen Sie mal, Herr Feldmann, ja. Schwärmen Sie nicht auch für einen Filmschauspieler, den Sie absolut cool und spitze finden? Ja, natürlich habe ich einen Lieblingsfilmschauspieler, klar. Also meiner ist immer da, wo Action ist. Super schnell, cool, lässig. Und Ihre? Meiner ist noch cooler, noch schneller und noch lässiger und überhaupt der Größte, ne? Und meiner sieht wahnsinnig gut aus mit seinem Drei-Tage-Bart. Ja, Drei-Tage-Bart, haben Sie eine Ahnung? Meiner hat das schönste Fell, das ich je gesehen habe. Fell? Natürlich Fell. Ich dachte, wir sprechen von demselben, von Don Johnson. Von wem? Von Don Johnson. Kenn ich nicht, ich spreche von Lassie. Lassie, na gut, also haben wir nicht denselben Geschmack. Aber dies ist ein Lied von Don Johnson. Und richtig. Wie heißt der Titel, Herr Feldmann? Schneller als der Blitz. Genau. Und er singt? Gregor, bitte. Schneller als der Blitz. Ihr wisst schon.
Danke, Gregor. Eine temperamentvolle Interpretation. Herr Feldmann, wen haben wir denn da? Ja, wir haben ja einen Gast. Ich darf mal vorstellen, Herr Zander, das ist Torben. Torben, das ist Zander. Ja? Herr Zander. Zander. Torben, sag mal eine Frage an dich. Wie heißt dein nächster Titel? Pump mir dein Tier. Torben, pump dein Tier. Oder Pump es mir. Aber nicht mich. Oder Pump es uns. Nicht mich. Ich werde hier nicht verpumpt. Torben kann singen, aber ich werde nicht verpumpt. Damit wir klar sehen. Ich kann einen jachten, komm, lass mich nicht warten, han mit mir erbarmen. Boom, mir dein Tier, pumpet jetzt, pumpet mir. Boom, mir dein Tier, pumpet jetzt, pumpet, pumpet, pumpet. Aua, was für ein Tier, das ist immer unsere Zeitung und spielt Klavier. Hau ab, das Tier frisst Fell, nee, das will ich nicht, ich pump mir nun noch ein Tier. Noch ein Tier, 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 pump mir dein Tier, pump mit mir. Ich kann einen jachten, komm, lass mich nicht warten, han mit mir erbarmen, pump mir dein Tier, pump jetzt, pump mit mir. Mit dein Tier, pumpet jetzt, pumpet, pumpet, pumpet. Aua, das ist stark, dein Kaninchen frisst im Jatten alle Blumen ab. Hau ab, was für ein Tier, nee, das will ich nicht, ich pump mir nun noch ein Tier, 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 noch ein Tier. Noch ein Tier, noch ein Tier, noch ein Tier. Pump mir dein Tier, pump mit mir. Egal ob ein Löwe im Jachten liegt oder ob dein Zebra hustet, auch Kamüle werden nicht schlecht. Pump mit mir. Dein Pferd kann bei mir im Jachten spielen. Und es ist auch nicht allein, denn ich habe ein Krokodil. Aua, was für ein Tier. Nee, das will ich nicht, das lief sowieso nicht hier. Hau ab und nimm dein Tier. Was soll ich mit einem Monster hier? Also pump mir dein Tier, pump mit mir. Was hast du damit gebracht? Eine lange Riesenschlange liegt auf unserem Autodach. Nimm sie weg, meine Mutter, die hat echt vor Schlange Angst. Pump mir lieber deinen Hamster oder einen Elefant. Aua, was für ein Tier, das liest immer unsere Zeitung und spielt Klavier. Hau ab, das Tier frisst Fell, nee, das will ich nicht, ich pump mir nun noch ein Tier, noch ein Tier. Danke, Tom. Ja, pump mir dein Tier, pumpet mir. Ja, pump das waren Tier, die, oder? Ja, ich pump ihn nicht, ich schenke ihm was, Herr Zander. Ja, bitteschön. Schauen Sie mal, ich hab was für Sie. Schauen Sie mal. Oh, schon raus, die Kinderhitparade. Ja, toll. Jawohl. Kann man kaufen, in jedem Laden, nicht? Ja. Übrigens, wissen Sie, was der Unterschied zwischen dieser Platte und der Platte ist, die Sie gemacht haben? Nein. Ich sag's Ihnen mal, diese Platte hier ist erfolgreich. Ha! Du gibst mir den Rest, Feldmann. Nee, Sie geben mir den Rest. Du gibst mir den Rest. Nein, Sie geben mir den du Rest. Du gibst mir den Rest. Sie geben mir den Rest. Du gibst mir den Rest, so heißt der Titel. Gesungen von Katja und Alexandra. Bitteschön, trotzdem geben Sie mir den Rest. Du gibst mir den Rest. Ich hab eine Schwester, die nervt mich total. Die fängt schon am Morgen an, mich zu ärgern. Sing.
wieder gehen. Und so räum ich auf, bin schon gleich wieder schlecht drauf. Gib mir den Rest, keiner kann mehr so wie du. Lass doch meine Türe zu, halt dich an deine Sachen fest. Gib mir den Rest, keiner kann mehr so wie du. Lass mich in Ruhe. Glaub mir, sonst gibt's nur noch Protest. Meine Schwester, die glaubt, sie wäre der Star. Und sie glaubt, ich sei nur für sie immer da. Doch da hat sie sich total geirrt. Ich mach so ja! Du gibst mir den Rest. Die Geschichte zweier Schwestern, die sich sehr mögen. Ja. Und in dem nächsten Lied geht es um einen Zug, der nicht nur schnell ist, sondern auch fliegen kann. Ah ja, Durchzug. Nein, man kann sich genüsslich zurücklehnen und träumen. Schlafanzug. Herr Feldmann, jetzt reicht's. Ich weiß, Alkoholentzug. Nein, Herr Feldmann. Ach nein, also dann nehmen Sie mal Ihren Seilzug und steigen Sie im nächsten Aufzug. Herr Feldmann, sitz aus Platz! Ja, danke, bitte. Herr Feldmann, seien Sie ein guter Hund und hören Sie jetzt mal zu, was uns der kleine Tobias zu erzählen hat von seinem Kindereil-Express. Tobias, bitte, auf geht's. Hi. Nicht seine Träume, wer möchte nicht mit seinen Freunden einmal weit fort an einen Ort im Traum. Wir bauen um für unsere Reise ein Zug, der fliegen kann und reisen gemeinsam.
und keine Schule, nur noch Freizeit. Das wollen wir, drum sind wir hier für uns. Und keine Lehrer, die uns rufen. Und keine Eltern, die uns suchen. Ein Paradies für Kinder, so wie wir. Danke, danke. Sag, Herr Feldmann, wir sind noch nicht zu Ende, Herr Feldmann. Nicht einschlafen. Was denn, was denn, was denn, was denn? Ich träume von Sonne, von Meer. Ach, Sie träumen. Ach, von Sonne und Meer. Karibik, ja. Jamaika, ja, 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 Reggae, ja. Reggae. Aber noch sind wir in der Sendung, Herr Feldmann. Reggae ja. Ist schön. Mögen Sie Reggae? Ja. Mach mal einen Satz mit Reggae. Reggae finde ich gut. Nein, das ist nicht schöner Satz. Ich kenne viel Schöneres. Immer wenn ich Sie sehe, Herr Zander, Reggae me auf. Ach, also ich muss sagen, eine Stunde mit Ihnen ist ja wie 10 Jahre Steinbruch. Schon wieder so ein Tag. Genau, wieder so ein Tag. Ist der letzte Titel für heute, gesungen von Katrin. Katrin! 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 Ich seh schon wieder so ein Tag, wieder wenn es schön, das ist tolles Unterwetter. Kinder sammeln Holz und wir basteln eine Puppe, stellen sie dann oben drauf. Oh,
Ja! Wow, wow. Oh, la, la, la. Hör auf zu singen, ja? La, la. Hör mal, es könnte ewig so weitergehen. Ich habe mich jetzt so richtig eingeschwungen. Ja, aber irgendwann muss der Schluss sein, ne? Ja, stimmt. So, jetzt darf ich stimmt allen leider. Kindern zu Hause mal sagen, also schreibt, vergesst nicht, euren Favoriten zu schreiben. Schickt das Ganze an RTL Plus, Kinderhitparade, 5000 Köln 40. Einsendeschluss ist der 25. April. Und damit ihr nochmal wisst, was ihr wählen könnt, machen wir jetzt was, Herr Zander? Ja, noch einmal ein Schnelldurchlauf. In umgekehrter Richtung natürlich. Ja. Nummer 10. Wieder so ein Tag mit Katrin. Ja. Wieder so ein Tag, wieder mit schönen Schokoladen und Erwachen. Wieder so ein Tag, wieder mit schönen Feiern. Die Startnummer 9, der Kinder-Alexpress mit Tobias. Die Startnummer 8, du gibst mir den Rest, Katja und Alexandra. Keiner kann das so wie du. Lass doch meine Türe zu. Die Startnummer 7, pump mir dein Tier mit Torben. Pump mir das Tier, pump mit mir. Ich kann eben jachten, komm, lass mich nicht warten. Hand mit mir erfahren, pump mir dein Tier, pump mit jetzt, pump mit dir. Nummer 6, schneller als der Blitz, mit Gregor. Das Blitz, das konnte ich sehen, bin ich draußen vor der Tür. Die Startnummer 5, das Gummibärchenlied, Britta, Miriam, Daniel und Christopher. Die Nummer 4, wir Kinder haben so viel Macht, gesungen von Volker. Denk dran, wir Kinder haben so viel Macht, kommt, wir fangen an. Nun die Startnummer 3, Plunder ist schön, gesungen von der kleinen Nicole. Der ist schön, das könnt ihr sehen, da könnt ihr meine Sammlung an. Nummer 2, Taschengeld, Eva und Sebastian. Und die Startnummer 1, Schokolade und Lombarde. Getanzt und gesungen von Nadine. Limonade, Schokolade und Lombarde, das ist toll. Tja, Herr Feldmann, das war's eigentlich. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Es war zwar unheimlich heiß hier, aber Stimmung war da. Und bis zum nächsten Mal, euer Feldmann und euer Dankeschön. Kissenschlacht. Achtung.